Herzlich willkommen zum ersten Teil der dritten Lektion des Digitize MOOC. Die dritte Lektion behandelt die Themen der Datenerhebung und des Datenmanagements in den Computational Social Science. In diesem Teil werden Dimitri Brandner und ich, Alexander Seimer, Ihnen Verfahren und Methoden der CSS-Datenerhebung in Abgrenzung zur klassischen sozialwissenschaftlichen Vorgehensweise charakterisieren und an Beispielen komplementäre Potenziale vorstellen. Aber beginnen wir mit ein paar grundlegenden Überlegungen. Quantitative sozialwissenschaftliche Datenerhebungen orientieren sich immer an der Operationalisierung von inhaltlichen Konstrukten, die dann mittels quantifizierter Messung in einer statistischen Analyse in inhaltliche Schlussfolgerungen überführt werden. Dafür stehen reaktive und nicht reaktive Datenerhebungsmethoden zur Verfügung. Gängige nicht reaktive Verfahren umfassen Inhaltsanalysen, verdeckte Beobachtungen oder nicht reaktive Feldexperimente. Häufiger werden reaktive Verfahren, wie etwa die offene Beobachtung, das Experiment oder die Befragung über Surveys angewendet. Allen gemein bleibt, dass sie sich in den hier dargestellten Analyseprozess einfügen müssen. Während die Sozialwissenschaften die inhaltliche Ebene eng mit der Datenerhebung konzipieren, bereichern die Computational Social Science besonders Schritt 2, indem sie die Verarbeitung größerer Datenmengen und damit letztlich auch neuer Datenquellen ermöglichen. Über die Hintergründe spricht jetzt Dimitri. Sozialwissenschaftliche Datenerhebung kann in unterschiedlichsten Formen geschehen. Alexander hat das gerade illustriert und aufgezeigt. Vergleicht man den traditionell sozialwissenschaftlichen Zugang zu Forschungsdaten mit dem Zugang, den man im Bereich der Informatik und auch in weiten Teilen der Computational Social Sciences findet, zeigen sich durchaus auffällige, aber nicht unüberwindbare Unterschiede. Im folgenden Abschnitt werde ich mit Ihnen kurz die zentralen Differenzen zum Thema Datenerhebung in den Sozialwissenschaften und in der Informatik bzw. den Computational Social Science besprechen und illustrieren. Die präsentierten Annahmen sind jedoch nicht als allgemeingültig zu sehen, sondern sollten nur das übliche Vorgehen in den jeweiligen Bereichen darstellen. In den Sozialwissenschaften werden von Forschenden Erhebungsinstrumente für die Forschung an sich generiert und Daten anlassgetrieben erhoben. Daten und Datenerhebung sind also in der Regel direkt an Forschungszwecke und Forschungsinitiativen gebunden. Analysemodelle und Analysestrukturen werden vor der Datenerhebung oder wenn es um die Sekundäranalyse geht, vor Datenbezug formuliert. Im Gegensatz zu diesem Zugang zu Forschung und auch Forschungsdaten findet man im Feld der Computerwissenschaften verstärkt den Zugang und die Logik, dass man auf existierende Datenbestände von Behörden, Unternehmen oder sonstigen Institutionen oder Akteuren zurückgreifen kann und diese nutzen. Das bedeutet, dass Daten meist für andere Zwecke erstellt wurden und ihr Entstehungskontext nicht die Grundlagenforschung oder die empirische Forschung an sich war. Die Datenerhebung stellt in diesem Bereich also oftmals die Identifizierung und Nutzbarmachung von relevanten, existierenden Datenbeständen für bestimmte Fragestellungen dar. Hintergründe für diese Unterscheidung liegen in der sozialwissenschaftlichen Logik, dass Daten grundsätzlich für die Überprüfung von theoretischen Überlegungen oder zur Generierung von Theorien genutzt werden müssen. Entsprechend werden nur ausgewählte Daten erhoben und nur die Auswahl erhobener Daten für bestimmte Analysen genutzt. Wenn Sie an Lektion 2.4 zurückdenken und die dort illustrierten Forschungsabläufe, dann werden Sie diese Logik besser verstehen. Daten und Fragestellungen sind klar miteinander verknüpft, können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden und müssen als gesamte Einheit gesehen werden. Dies ist besonders für den Bereich der quantitativen Datenanalyse von Relevanz, die auf Basis von a priori formulierten Modellen geschieht. Durch dieses Vorgehen können Erklärungen über die Relationen und Abhängigkeiten zwischen Daten bzw. Datenpunkten generiert werden und es kann sichergestellt werden, dass gare, theoriegeleitete
und sozialwissenschaftlich plausible Erklärungsmodelle entstehen. Im Gegensatz dazu wird bei den typischen Zugängen aus den Computerwissenschaften eine gesamtheitliche Betrachtung der verfügbaren Daten aus einem Datenset für entsprechende Analysen herangezogen. Daten werden nicht auf Grundlage von Forschungsfragen erhoben und in limitierter Form in ein Modell eingepflegt und überprüft, sondern es wird vielmehr probiert, auf Grundlage der existierenden Datenbasis eine optimale Lösung für das jeweilige Problem, das sind oft Schätzprobleme in den Computerwissenschaften, zu generieren. Datenanalyse erfolgt auf Grundlage von teilweise auch automatisierten Algorithmen, meist mit dem Ziel, bestmögliche Erklärungsmodelle für die in der Forschungsfrage formulierte Zielgröße zu generieren, ohne, wie es in sozialwissenschaftlich üblich ist, Plausibilisierung oder ethische Beurteilung heranzuziehen. Diese beiden grundsätzlichen Herangehensweisen zur Datenerhebung und Verwertung bieten jedoch genügend Chancen, sich wechselseitig zu ergänzen und befruchtend zu wirken. Beispiele werden nun von Alexander gebracht, die genau diesen Prozess illustrieren. Das erste Beispiel behandelt Imputationen, um unvollständige oder falsche Daten zu korrigieren. Das Paper von He et al. Behandelt das Thema exemplarisch an der Hospiznutzung von Krebspatienten in den USA. Datengrundlage sind 5 Regionen zwischen 2003 und 2005, in denen ungefähr 10.000 Personen mit Krebs diagnostiziert wurden. Davon verstarben 3.027 innerhalb von 15 Monaten nach der Diagnose. Um die Hospiznutzung zu erfassen, nutzen die Autoren zunächst Patientenakten, wobei aufgrund fehlender Zustimmung oder Unzugänglichkeit nur 2.417 Datenpunkte verfügbar waren. Deshalb nutzten die Autorinnen als zweite Quelle die Medicare-Daten. Medicare ist eine öffentliche Krankenversicherung für Personen im Rentenalter. Auch die Daten von Medicare waren aufgrund von Non-Coverage und fehlender Verknüpfbarkeit unvollständig. Trotzdem ließen sich durch ein Matching die Anzahl der gültigen Fälle auf 2.669 erhöhen. Die Autorinnen gehen aber noch einen Schritt weiter, indem sie eine Modellierung des Outcome- und Reporting-Prozesses vornehmen, um die Qualität der Daten zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass die Medicare-Daten einerseits verlässlicher sind, andererseits aber Personen ab 65 Jahren umfassen. Daher ist die Zusammenführung beider Datenquellen in diesem Beispiel besonders hilfreich, um die Aussagekraft zu verbessern. Im zweiten Beispiel erfolgte die Datenerfassung simultan. Im Artikel von Van der Zee et al. Wurden subjektive und objektive Indikatoren psychischer Gesundheit bei Profisportlern in der frühen Covid-19-Pandemiephase untersucht. Dafür wurden über 44 Tage Fußballprofis aus Clubs der österreichischen Fußball-Bundesliga jeden Tag nach Schlafqualität, Erholung und subjektivem Infektionsrisiko befragt. Parallel dazu wurde über eine Smartphone-App die Bewegungsdaten der Sportler aufgezeichnet, um ein objektives Maß für die räumliche Mobilität jenseits des Trainings und Spielbetriebs zu erhalten. Auffallend ist, dass die Datenerfassung der subjektiven Indikatoren deutlich mehr vollständige Daten generierte, während die GNSS-Daten sehr ungleich verteilt waren. Während beispielsweise in Club A nur 17 Sportler Daten lieferten, gibt es 4 sehr aktive Teilnehmer, während in Club B sogar 32 Sportler teilnahmen, aber keiner so aktiv war wie die 4 aktivsten aus Club A. Für die finale Analyse im Artikel standen dann aber nicht 150 Fälle zur Verfügung für die subjektiven Indikatoren, sondern weniger als 100. Diese aber für alle 44 Beobachtungstage. Bei den objektiven Indikatoren wurden insgesamt 120.938 Positionsdaten gesammelt. Das entspricht aber nur 263 von ursprünglich 150 Sportlern über 44 Tagen, wo theoretisch 6.600 Datenpunkte möglich wären. Beide Beispiele verdeutlichen, mit welchen Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten moderne Datenerfassung konfrontiert ist und dass große Sorgfalt in der Reflexion über die Datenerhebung die Grundlage jeder wissenschaftlichen Verwendung von solchen Daten ist. Zusammenfassend haben wir in den letzten 10 Minuten die grundlegenden Herangehensweisen und Begründungen für Datenerhebung in den Sozialwissenschaften,
der Informatik und auch den Computational Social Sciences besprochen. Darauf aufbauend haben wir Beispiele herangezogen, um nachzuvollziehen, wie beide Ansätze zum Datenbezug ergänzend genutzt werden können. Sie sollten sich vor Augen führen, dass Daten entweder originär für bestimmte Forschungszwecke erhoben werden können, wie es in Sozialwissenschaften üblich ist, oder dass man für Forschung auf bestehende Datenbestände zurückgreifen kann, auch wenn deren Ursprung nicht im Forschungskontext liegt. Natürlich ist diese schemenhafte Darstellung in der Lektion eine Verkürzung. Es gibt natürlich auch traditionelle sozialwissenschaftliche Forschung, die auf existierenden Datenbeständen aufbaut, und es gibt genügend Beispiele aus den Bereichen der Informatik und der Computational Social Science, wo Originärdaten für bestimmte Forschungsprojekte generiert werden. Zentral ist es jedoch in jedem Fall, dass man über Ursprung, ursprünglichen Verwendungszweck und Limitierungen von Daten nachdenkt und, wie in den Beispielen, die hier besprochen wurden, illustriert, nachvollzieht, wo die Möglichkeiten liegen. Die Videos von Lektionen 2.4, 2.5 und 3.1 sollten Ihnen in Summe die Logik der Sozialwissenschaften und ihre Verknüpfungslinien zu den Ansätzen der Computational Science näher bringen und Ihnen ermöglichen, in den folgenden Lektionen Entwicklungen aus den Computational Social Sciences, die dahinterliegenden Prozesse und Überlegungen, die darauf aufbauen, besser nachvollziehen zu können und Ihnen helfen, den Zugang zum Feld der Computational Social Sciences zu gewinnen und auch Erkenntnis darin zu sammeln.